So, hallo Leute, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Ihr dacht, ich mache jetzt nochmal schnell ein kurzes Video. Und zwar geht es darum, ich komme jetzt gerade vom Jobcenter und möchte euch ein bisschen berichten, was jetzt gerade so Stand der Dinge ist. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst ja von meinen vorigen Videos, dass es bei mir auch eine Krankheitsgeschichte gibt. Ja, ich würde es mal so sagen, auf den Punkt bringen, ich habe ein psychisches Problem damit, gegen meine Mitmenschen in der unfreien Arbeitswelt zu konkurrieren. Ja. Und man konkurriert eben, indem man die Arbeit aufnimmt, ja, und dann kämpft um die immer weniger werdenden Jobs, was dazu führt, dass viele Menschen Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Ja, damit habe ich auch ein psychisches Problem, ganz klar. Gut, soweit so gut. Jetzt habe ich einen Termin gehabt beim Jobcenter. Und ich bin da hingegangen mit dem Gefühl, dass irgendwie so ein bisschen so Anspannung war. Also ich habe da immer so ein bisschen so ein Gefühl, so, ja, ich bin so aufgeregt, so, man weiß nie, was kommt. Also ich habe schon einige üble Überraschungen gehabt im Jobcenter, dass die auf einmal von human umgeschlagen sind, so total rigoros. So nach dem Motto, jetzt nimmst du den Job oder bumm, Sanktionen und du bist gleich, zack, hast kein Geld mehr und bist obdachlos. Ja, also. Deswegen war ich immer so, bin hingegangen und so, okay, muss ich mich vielleicht wieder wehren, muss ich wieder alle Maßnahmen ergreifen, um mich durchzusetzen. Und ja, also ich bin dann hingegangen und in dem Gespräch von der Arbeitsvermittlerin kam halt dann raus, ja, also dass es halt so ist, ich muss halt gucken, dass ich jetzt die Rente beantrage, dass ich da wirklich jetzt mich dahinter klemmen muss, sonst werden die aktiv. Ja, gut, also ich glaube zwar nicht, dass die noch groß mich da einen Job nicht bringen werden oder dass sie mich sanktionieren, also mit Jobs, das hat sie ja sowieso bei mir erledigt. Ich glaube, das war denen schon klar, dass also mit mir da nichts mehr zu machen ist, von wegen da, ich fange da irgendwo eine Firma an. Ja, aber was noch kommen könnte, wäre noch irgendwie so, dass sie mich noch zu Maßnahmen reindrücken, ja. Es war so ein Gespräch von einer Behindertenwerkstatt, dass ich in eine Behindertenwerkstatt reinkomme, nach Dürlaugingen, aber auch das werde ich nicht machen, auf gar keinen Fall. Von wegen, das ist so eine geschützte Atmosphäre, so wurde das irgendwie verkauft. In Wirklichkeit ist es da auch so, dass da ein mordsmäßiger Druck herrscht, dass da genauso gemobbt wird, dass da Gehirnwäsche stattfindet, dass man wieder umprogrammiert wird, ja. Und auf jeden Fall mit mir nicht mehr. Keine Maßnahmen mehr, ja. Also ich habe genug von den Maßnahmen. Und ich habe genug von der unfreien Arbeitswelt, das ist mit mir einfach nicht mehr machbar. Also einmal aus gesundheitlichen Gründen, ja, also ich kann es auch nicht mehr machen, ja, also dann schon stiche ich irgendwann mal einen ab oder bringe mich um oder sonst was, ja. Ich kann es einfach hier im Kopf nicht mehr machen, also die blöde, gestörte Kollege oder was, also nee, geht einfach nicht mehr. Und ich will es auch nicht mehr. Einfach aus dem ideologischen Aspekt her, dass ich sage, warum soll ich da mitmachen, dass es dieser Konkurrenzkampf und dieses ganze Mobbing und so, dass es ja immer stärker wird und immer übler wird, ja, also das mache ich nicht und will ich auch nicht. Nee, ich möchte mich selbst verwirklichen, ich möchte mein eigener halt werden und deswegen möchte ich da, also mache ich mit meinen Büchern auf jeden Fall weiter, ja. Es kommt noch mal ein Video, es gibt eine Vorankündigung, weil ich mache jetzt das, also was ist nach, also ich bin ja bald fertig mit meinem Buch Astragon Spiele in der Welt, also super Fantasy-Geschichte. Kommt demnächst auf den Markt, also ich werde es noch ein paar Wochen noch weiterschreiben, weil ich habe jetzt 200 Seiten, ich möchte nur ein bisschen mehr Seiten noch schreiben und dann muss noch Fehler überarbeitet werden, dann müssen wir uns Inhaltsverzeichnis rein und so weiter. Und dann kommt es auf den Markt und auf jeden Fall, das wird so mein Weg sein. Also ich möchte Bücher schreiben, möchte Fantasy-Geschichten schreiben und ich möchte mich nicht mehr in die unfreie Arbeitswelt reindrücken. Ja. Was ist noch so mein Fazit so ein bisschen? Ich würde sagen, Jobcenter, wenn man sich das alles so überlegt, also ich habe ja da auch gefragt, wie das ist, ob ich nicht ins StGB 12 kommen kann, also weil ich habe ja gesundheitliche Probleme. Warum kann ich nicht von Hartz IV überwechseln zu StGB 12? Für die, wo es nicht wissen, StGB 12 ist Sozialhilfe, ist also quasi sowas wie Rente. Da kommen die Leute, wo schon älter sind und die wollen einfach nicht mehr arbeiten können. Und dann hat die Frau mir gesagt, also es gibt einfach nur zwei Sachen, entweder sie sind nur erwerbsfähig oder sie sind nicht. Da habe ich gesagt, ich bin es nicht. Ja, also gleich, ich bin nicht erwerbsfähig. Dann hat sie so gesagt, ja, das sagen Sie und da brauchen Sie Nachweise und so weiter. Okay, kurze Rede, kurzer Sinn, kleinen Moment. Es kommt gerade jemand, kurze Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall, jetzt muss ich gerade mal Schluss machen.
Mir kommt es so vor, wie als wären die Menschen verwustet. Ja? Also entweder du bist jetzt arbeitsfähig, dann musst du jeden Job nehmen, oder du bist nicht mehr, dann musst du aber auch gleich eine Rente beantragen und dann musst du auch gleich in der Rente sein. Ja, okay, wie gesagt, ist es alles ein bisschen rigoros. Trotzdem sollte man sich nicht das Boxhorn nageln lassen, trotzdem nicht einfach jeden Job dann annehmen, nicht den Nachgeber, sondern einfach andere Wege gucken. Ja, und dazu habe ich ja viele Videos gemacht. Macht es selbstständig, macht Selbstversorgung, macht irgendwas aus euren Talenten und lasst euch nicht mehr von diesem System verwusten. So, okay, das war's soweit. Ich wünsche alles Gute, alles Glück der Erde und bis bald.